Ja, hallo und herzlich willkommen wieder zurück zu unserem kleinen Let's Play zu Remember Me. Wir sind den Slums entkommen, haben schon so ein paar komische Gestalten getroffen und ich muss jetzt mal so ein bisschen hin und her probieren mit der Bildschirmauflösung. Irgendwie sieht das alles ein bisschen eigenartig aus. In der letzten Folge haben wir noch in 16:9 aufgenommen, möchte ich mal meinen. Jetzt sind wir schon wieder bei 21:9, neuer Monitor und so weiter, bla bla. Und Remember Me scheint aber dieses Format nicht so richtig zu unterstützen. Aber ist egal, wir gucken mal, wie sich das so machen lässt. So, gehen wir hier erstmal runter. Da sind schon wieder so ein paar Gestalten. Meine Augen? Was ist mit deinen Augen? Okay, ich dachte, der kommt ja jetzt vielleicht raus, aber nee. Die sind irgendwie eklig, gruselig eklig. Hallo? Was? Spezialitäten? Achso, das war wieder die Spezialitätenanzeige. Ach, hier sitzt ja einer. Hallo? Dieb. Ich hab gar nichts gemacht. Hallo? Wer bist du da? Olga Sedova. Sie jagt mich. Dann sollten wir vielleicht mal nicht stehen bleiben hier. Hübsch, Höhlenmalerei. Was? Hoch, 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 hoch. Da! Nicht dort! Ja, okay. Von wo kam die jetzt her? Ah, gut, okay. Da unten ist auch noch eine Plattform. Hier hockt einer im Eck. Okay. Was haben wir hier? Ein Errorist hat Ihnen eine Erinnerung an einen versteckten Vorrat hinterlassen. Schauen Sie sich das Bild aufmerksam an und finden Sie das entsprechende Gebiet in Ihrer Umgebung. Okay, was haben wir da? Da ist Müll. Ja gut, Müll haben wir hier irgendwie überall. Na gut, gucken wir. Warte. okay. Wo sind die denn alle? Hier oben muss jemand sein. Ja, hier oben muss jemand sein. Warum liegt diese Puppe da so? Ich möchte das gar nicht wissen. Ah, und hier liegt's doch schon. Ein Sat-Patch? Sat-Patch? Na cool, wir sammeln's ein. Ah, um zusätzlichen Gesundheitsbalken zu erhalten. Okay. Wie lange nehmen wir eigentlich schon wieder auf? Ah, 3 Minuten, alles klar. Timer ist gestellt. Ich bin ja... Was, halte deine Nase offen? Oh, ich habe mein Handy nicht lautlos gemacht. Was? Nagle sie? Das hat er wirklich gesagt, oder? Husa. Drücken Sie A, um sich über einen Vorsprung zu schwingen. Aha. Oh oh. Oh oh. Muss ich jetzt kämpfen? Oh. Zurück zum Spielen. Ich mach dich an. Och, Manno. Ihre Gesundheit ist gefährlich niedrig. Drücken Sie Back, um das Sensen-Menü aufzurufen. Ja, Combo Lab. Ach ja, neue 5-Schritt-Kombo freigeschaltet. Ja, stimmt. Ich habe jetzt Regeneration im Presence. Das heißt, ich kann die in eine Kombo einbauen. Ich drücke das jetzt alles mal weg. Und dementsprechend dann, wenn ich es richtig mache zumindest, meine Energie aufladen. Setzen wir noch auf Y ein. Jawohl. Y, X, Y ist also dann... Aha. Sehr gut. Erstmal hüpfen wir mal weg. Hallo? Genau. Ah.
Also es spielt sich mit Controller auch definitiv besser als mit Maus und Tastatur, muss ich mal so sagen. Aua! Oh Mann, war gerade so schön drinne. Aua, 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 aua. Ah, jetzt habe ich den Faden verloren. So. Ich weiß gar nicht, wie die andere Kombo ging, ehrlich gesagt. Aua, und schon wieder hat er mich getroffen. Ich muss jetzt erstmal gucken, wie die andere Kombo ging. Ach, dreimal X, okay, das kann man sich, glaube ich, eigentlich mal merken. Weg. Ja, genau. Nochmal heilen. So. Und tot. Ist jetzt noch einer hier? Lauft. Achso, okay. Zum Glück gibt's diese schönen gelben Pfeile, damit man auch gar nicht... Was? Damit man sich auch gar nicht verlaufen kann. Hallo, dreh dich um. Hüpf. Da gibt's hier keine vernünftigen Wege, oder warum muss ich eigentlich hier die ganze Zeit so durch die Gegend hopsen? Also vernünftige Wege, ja, okay. Man sieht ja, ist jetzt alles nicht mehr ganz so vernünftig. Ach, hier hätte ich mich auch heilen können, oder was? Na ja, gut. Wagen. Wagen. Aktivieren. B. Kann man da nicht auch irgendwie drunter durchkriechen? Hey, Mann, hier ist Kopfweh, Tommy. Hat deine Mama mit dem Reaper gepennt? Hat Johnny Green Cheese. Ach so, okay. Der starb, Schreiber, starb, Schreiber, starb. Egal, mein Leben ist da liegt was. Aber besuch mich mal im Leaking Brain. Da liegt was. Ich hab's gesehen, ich hab's gesehen. Oh, fast runtergefallen. Was ist das? Nemesist. Oder Nemesist. Aha. Okay, also es lohnt sich anscheinend doch, hier ein bisschen die Augen aufzuhalten. Das finde ich aber schön, dass man hier auch so ein bisschen sammeln kann. Apropos sammeln, kann man hier noch runter. Ja, komm, die Story kennen wir doch jetzt schon. Was ist das? Oh, okay. Ein großer Müllhaufen. Wer hätte das gedacht? Achso, okay. Zurück können wir nicht mehr. Da hinunter sollte man vielleicht auch nicht. Oh. Pff. Hm. Hier ist noch ein bisschen. Oh, Alter! Seid ihr bescheuert? Ah, ey. Mal ernsthaft, ich habe gerade einen Schreck gekriegt. Verdammt. Was? Sie haben eine PMP-Schwelle erreicht und können jetzt Impressions freischalten. Drücken Sie Back, um das Combo-Lab zu betreten. Machen wir Combo-Lab. Nillen erhält PMP, während sie kämpft. Ja, das haben wir uns schon fast gedacht. Prozedurale Meisterschaftspunkte. Ach so, ja, wusste ich. Ah, okay, damit können wir also diese neuen Fähigkeiten oder Impressions freischalten. Bessere Kombos erstellen. Okay, dann haben wir wieder eine Kraftkombo. Oder können wir jetzt x-beliebig? Muss ich die mit dem Schloss kaufen? Aha, ja. Nee, warte mal, ich probiere es mal, ob man die auch noch... Nee, kann man noch nicht. Okay. Also bleibt mir jetzt nichts anderes über.
Genau, erstellen wir auch gleich eine neue Combo damit. Wir haben ja hier noch zwei freie Plätze. Also können wir da noch eine Kraft im Pressen. Y? Nee, das ist schon mal gut. So. Ja. Ich denke mal, so können wir das erstmal lassen. Das war eine Combo wirklich zum Austeilen haben und eine zum Heilen und Austeilen. Spiel fortsetzen. Oh, aber dieser miese Levi. So, muss hier jetzt nicht irgendwo noch dieser Müllhaufen rumliegen? Ich weiß es nicht. Ich denke mal, jeden Moment schmiert es ab. Ah, hier, guck mal. Das ist doch das, oder? Müsste hier jetzt nicht... Setpatch. 2 von 5. Es fehlen also noch 3. Gefahr! Steinschlaggefahr! Drücken Sie A vor Gittern oder Leitern, um hinaufzuklettern. Na gut. Da krabbelt auch. Hallo? Was ist hier los? Sag mal, bist du nicht ans Taco? Ach nee, danach. Weiter. Nach links. Los. Was ist das denn? Lemminge? Weg! Hey, die drehen ja wirklich vollkommen am Zeiger. Dein Gesicht! Ich habe es verloren! Ja! Da, böses Kind! Ich habe gelogen! Da! Die Fliege ist mich! Autschen! Oh, bist du hässlich. Ja genau, da wäre ich natürlich jetzt auch runtergesprungen. Sind ja sympathische Leute da. Was? Pein. Hä? Pein. Du hast die falsche. Wer ist Hein? Alter. Sein Leben lebt. Was ist mit dir nicht richtig? Komm, friss dich noch. Maul. Strafen. Hallo? 3-Schritt-Kombo, ja. Okay, Hulk böse. Der Reißer ist viel stärker, wenn andere Lieber in der Nähe sind. Besiege die Marodeure, bevor sie sich mit ihm anlegen. Okay, ist natürlich cool, dass die so nah bei ihm dran sind. Und was? Bubblegum? Wow. Mann, greif doch mal nicht ihn an, sondern den da. Den kleinen. Was hat er gesagt? Das wiederhole ich jetzt nicht, das Wort. War hier nicht noch einer? Ach, der ist schon tot. Aber keinen Hulk-Smash machen hier bitte. Den da. Tot. Nee, doch nicht. Ja, da hast du recht. Nein, nicht den da. Den da. Ist der jetzt... Nee, der ist immer noch nicht hin. Ja, aber jetzt. Jetzt können wir dich wieder interessieren. Autschen! Oh, okay, das war's. Die Lieper greifen Bürger an? Lieper waren Bürger. Ja gut, ich glaube dir. Los, mach. Tommy erwartet dich im Leaking Brain. Das Leaking Brain. Okay, klingt nett. Können wir ja mal hin. Was haben wir hier? Einen Kran. Okay.
Ich wollte schon immer Kran fahren. Nur habe ich mir den viel cooler vorgestellt. Sieht eher aus wie eine Abrissbirne oder sowas. Ja, und wer zieht jetzt am Hebel? Achso. Ja, ist ja gut. Achso, ich muss rum. Rum. Und hüpf. Und hoch. Sehr schön. Und wer schweißt sich da von der anderen Seite durch? Ah, natürlich. Rockverwandlung mit Memorize. Humaner Schutz vor barbarischen Gefahren. Ah, okay, da unten ist alles überschwemmt. Nee, da durch die Grütze wollen wir natürlich erstmal nicht. Nee, theoretisch dürfte man ja gar nicht sterben, wenn man da unten im Wasser landet, oder? Es kommt drauf an, was im Wasser ist. Ja, ist richtig. Oh, wie schön. Gut, es war vielleicht mal schön. Leaking Brain. Geh über den schwimmenden Markt zu dem Lagerhaus da. Die Abkürzung zu Tommys Bar. Die Abkürzung zu Tommys Bar? Achso, ich habe ihm jetzt gar nicht zugehört. Na gut. Über die Brücke hat er, glaube ich, gesagt. Man muss immer über irgendeine Brücke gehen. Oh, ich glaube, jetzt hat sie sich die Hüfte gebrochen. Hallo? Sehr schön. Ja, doch ein bisschen was abgekriegt habe ich ja doch. Bits and Fish. Das Beste der Slums. So gut wie frisch. Lassen Sie uns mit einem Lächeln handeln. Ja, so gut wie frisch. Und was haben wir hier? So viel sie essen können. Keine Frage gestellt, keine Antwort gegeben. Ich glaube, das ist nicht der Laden, den du suchst. Nee, nicht so. Hallo, du da. Was ist mit dir? Kann man mit dir reden? Hallo? Nein, kann man nicht. Das ist schade, dass man hier mit den Personen nicht so richtig interagieren kann. Aber vielleicht kommt da ja auch noch was. Mal sehen. Leaking Brain, Spezialität des Tages, knuspriger Krabbenkuchen à la Tommy. Knuspriger Knappen. Alter, Krabbenkuchen. Ja, versuch das mal zu Hause zu sagen. Knuspriger. Ja, ich lasse es. Keine Manieren mehr haben die Leute. So viel sie essen können. Okay, das hatten wir schon. Was gibt's denn hier noch so? Niedrigpreisproteine. Alle Verkäufe sind endgültig. Ja, es hört sich wirklich irgendwie endgültig an. Oh, guck mal da. Oh, ah. 3 von 5. Du bist süß, aber ich hab zu tun. Ja, das sage ich nächstes Mal auch. Also, du bist ein Robotermädel? Nee, das ist nicht so meins. Hier, kann man sich die Haare schneiden lassen, oder? Alle, okay. Oh, bin ich jetzt richtig du gegangen? Interessierst mich nicht. Ja, ist doch in Ordnung. Ich will ja auch gar nicht von dir. Unglaublich, dass Steve mir diesen Bonus nicht ha, da liegt wieder was. Neo Paris, VIPs. Okay, jetzt bin ich natürlich wieder richtig gegangen. Vielleicht kann man ja hier auch nochmal rumgehen. Ich gucke bloß schnell nochmal. Bleib hinter deiner Zeitung. Ich weiß. Ja, siehst du? Nicht, dass sie die falsche ist. Nee, ich bin die richtige. Aha, genau, da waren wir schon. Na gut. Sieht vielleicht auch ein bisschen komisch aus, wenn hier einer so rumrennt, vollkommen grundlos.
Attacke. Laufsteg. Auf dem Laufsteg? Ich fühle mich noch gar nicht bereit dafür. Laufsteg. Was machst du denn hier, meine Hübsche? Oh. Ich nehme das mal, ja. Soll sie das sein, was ich denke, dass sie sein soll? Schreibt sie in die Kommentare. Okay, Laufsteg. Aktivieren wir mal. Ja, das wäre super. Wenn ich nach Hause komme, möchte ich auch so einen Laufsteg, der sich ausrollt. Oder ein roter Teppich reicht mir eigentlich auch erstmal. So. Da hinten steht einer. Müssen wir da lang? Wer weiß, wer weiß. Wir sind schon wieder am Ende der Folge, Leute. Also, naja, aber was soll's. Ja, ja, ja. Die dürfen ja nicht so lang werden. Also, sage ich erstmal, bis später. Auf Wiedersehen. Ach, verdammt. Und ich habe schon wieder vergessen, dass wir ja eigentlich wieder ein Endscreen hier in diesem Let's Play verwenden. Oder ich den verwende. Und ich... ja, was soll ich sagen? Also irgendwie... ich muss immer wieder Parallelen ziehen zwischen anderen Spielen. Und ich glaube, irgendwann kann ich mir einen Kommentar auch nicht mehr verkneifen. Zu welchem Spiel? Mal gucken. Irgendwann wird es schon mal rausplatzen. Vielleicht kommt euch das ja auch schon irgendwie bekannt vor mit diesen Reapern und so weiter. Aber es ist nicht so frech abgekupfert. Und mir gefällt das Spiel auf jeden Fall. Und es kommt so langsam in Fahrt. Das ist ja alles noch so ein bisschen Vorgeplänkel nach wie vor. Wir müssen das Leaking Brain finden und so weiter und so weiter. Und dann sind wir gespannt, was wir denn da überhaupt so vorfinden. Und gespannt bin ich auch noch, was diese Olga Sedova zu bedeuten hat. Denn ich denke mal nicht, dass das umsonst auf dieser Tafel gezeigt wird, dass die hinter uns her ist. Vielleicht werden wir sie schon schneller treffen, als uns lieb ist. Und naja, sind wir einfach mal gespannt. Ja, ich bin's auf jeden Fall und ich hoffe, ihr, du auch. Und dann schalte einfach wieder ein, wenn es wieder heißt Let's Play Remember Me. Und ich sage wieder mal auf Wiedersehen. The flesh is weak.